Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und dies ist der zweite Teil der Schleifenserie zum Envelope Punchboard. Und die Schleife wird ja mit jedem Teil der Serie ein kleines bisschen komplexer. Heute hat die Schleife eine ähnliche Form wie die vom ersten Projekt, aber hier diese kleinen Bändchen, die laufen anders und die Schleife besteht auch nicht aus einem Teil, sondern aus dreien. Und in diesem kleinen Päckchen drin ist ein Hanuta. Und wie ich das verpackt habe, das zeige ich dir jetzt. Du brauchst ein Stück Designerpapier im Maß 13 x 13 cm und ich habe das genommen aus der Serie Marokko oder Moroccan Nights heißt das entsprechende Stempelset und ich finde dieses Designerpapier total schön. Das hat hier, also auf fast allen Designs sind hier so diese Ornamente, ne, die so rund sind und sich dann ergänzen auf dem Bogen und ich finde das so toll, weil das gerade bei diesen viereckigen Verpackungen mit diesem Runden irgendwie so super gut passt. Aber jetzt heute nehme ich mal für die äußere Seite die ein bisschen dezentere. Und dann ist das Innere nämlich eine umso farbenfrohere Überraschung. Also das Designerpapier hat das Maß 13 x 13 cm und es wird gefalzt das erste Mal bei 5,3 cm. Stanzen und Falzen und das zweite Mal bei 7,7 cm. So, das mache ich dann reihum, jeweils an der Falzlinie anlegen, stanzen und falzen. So, jetzt runde ich noch zwei der Ecken ab. Und zwar zwei gegenüberliegende, welche ist egal, die Verpackung ist symmetrisch. Und jetzt knicke ich erst einmal alle Falzlinien nach. So, und bevor ich jetzt die Schachtel zusammenklebe und die Ecken einschneide, bringe ich hier einen Teil der Dekoration schon auf, nämlich dieses umlaufende Band. Die Serie Marokko ist eine von den Serien, zu denen es das entsprechende Washi-Tape gibt. Da wiederholen sich also die Muster aus dem Designerpapier dann im Washi-Tape und natürlich farblich passt es sowieso. Und hier finde ich, passt super dieses Washi-Tape in Espresso Braun. Das hat dann nämlich diese Ornamente, die es auch so oft gibt jetzt bei dem Papier und in dem Design und das klebe ich jetzt einmal längs, einmal quer über die Verpackung. Jetzt überlege ich mir in dem Moment dann natürlich auch, welche Seite damit die Oberseite ist und ich nutze hier diese kleinen Sterne, die auf dem Designerpapier sind als Orientierung, damit ich das gerade klebe. Am Ende reiße ich es einfach ab. Dann schlage ich die Enden um und klebe sie auf der Rückseite fest. Hier kann ich sogar noch ein kleines bisschen noch abziehen. Da habe ich den Überhang zu lang gelassen. Das ist bei dem Washi-Tape aber gar kein Problem, weil man das ja reißen kann. Und das Ganze mache ich dann noch einmal in der Gegenrichtung bzw. im 90-Grad-Winkel. Da orientiere ich mich auch wieder an den Sternen. Und dann sieht es hinterher nämlich so aus, als hätte man da noch ein Band drum gebunden oder hätte da irgendwie Gott weiß was noch an Deko aufgebracht. Dabei hat man nur schnell einmal Klebeband geklebt. So, und jetzt weiß ich auch, das hier ist oben links und dann klebe ich die Verpackung jetzt entsprechend so zusammen. Die habe ich gestaltet wie so einen Briefumschlag. Das heißt, hier unten die beiden Ecken schneide ich ein und klebe sie an.
So, hier unten die beiden Ecken habe ich jetzt eingeschnitten und doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Die Schutzfolie habe ich schon abgezogen und dann klebe ich das jetzt bündig zusammen. So, das wird dann also die Verpackung und hier oben kann ich mir jetzt überlegen, ob ich die Ecken komplett rausschneiden oder nur einschneiden will. Ich lasse jetzt dran, schneide sie nur ein, noch so ein bisschen keilförmig. Und bei dieser Art von Verpackung ist ja dann immer die Frage, in welcher Richtung muss ich die Laschen schneiden, damit sie auch hinterher sich richtig einklappen lassen. Also zumindest geht mir das so, dass ich mich das immer wieder frage. Deswegen mache ich das also auch ganz gerne, dass ich erst die eine Seite zusammenklebe und dann sehe ich nämlich genau, wo hinterher die andere hin muss. So, jetzt klebe ich hier noch den Rest des Briefumschlags zusammen. Das kann ich entweder mit dem Flüssigkleber machen oder mit doppelseitigem Klebeband. Ich mache es jetzt heute mit dem doppelseitigen Klebeband. Die Schnibbelchen hier oben lasse ich, wie gesagt, dran. Das wird umgeschlagen und auch festgeklebt. Das habe ich in meinem Beispiel mit dem Flüssigkleber gemacht. Den habe ich dann komplett durchtrocknen lassen. Dann klebt er ja nicht mehr permanent, sondern eher so wie ein Post-it. Damit ich jetzt im Video aber nicht warten muss, bis der Kleber getrocknet ist, mache ich das jetzt ausnahmsweise mit einem Glue-Dot fest. So, und jetzt ist die Verpackung grundsätzlich einmal fertig. Und jetzt kommen wir zur Schleife. Für die Schleife brauchst du Farbkarton in Ocker. Ocker heißt der, glaube ich, nur. Ich will immer Ockerbraun sagen, aber ich glaube, der heißt nur Ocker. Und zwar einmal ein Stück mit dem Maß 2,5 x 12 cm und zweimal Stücke mit dem Maß 2 x 4,5 cm. Und bevor die jetzt weiter bearbeitet werden, werden die gestempelt. Da lege ich mir jetzt mal ein Papier drunter. Und ich habe mir dafür ausgesucht, diesen Ornamentstempel aus dem Stempelset Moroccan Nights. Und das stempel ich in Espresso. Denn der passt natürlich, klar, diese Ornamente passen natürlich zum Design. Gehört ja auch in die gleiche Linie. So. Und dass jetzt der Stempel hier rechts und links drüber guckt, macht in dem Fall gar nichts, denn der Farbkarton ist zum einen gar nicht so lang und zum anderen werden die Ecken gleich sowieso noch weggestanzt. Da kommt es also jetzt in dem Fall nicht so drauf an. Ich versuche, den ersten Stempel in die Mitte zu setzen. Das ist jetzt für mich in der Position ein bisschen schwierig. Da fehlt jetzt auch tatsächlich relativ viel, das macht aber nichts. Und den zweiten Stempel versuche ich jetzt ebenfalls gerade und passend dran zu setzen. Und den hier unten auch. Ja, ich drehe mir das jetzt um, dann fällt mir das nämlich leichter. Man hat hier eine Hilfslinie sozusagen oder eine Hilfestellung durch die Wölbungen in dem Stempel. Und ansonsten ist das so ein kleines bisschen ausprobieren, wie weit man da runter muss. Da hat es jetzt auch nicht ganz gepasst, aber auf der Schleife sieht man das hinterher nicht. Das mache ich hier mit diesen beiden Enden von der Schleife auch so. Karton fertig bestempelt, jetzt kann die Schleife konstruiert werden. Und zwar geht diese Schleifenform folgendermaßen. Das längere Stück wird einmal in der Mitte gestanzt und zwar ist das Stück ja 12 cm lang, das heißt, ich lege das bei 6 cm an und stanze einmal oben, drehe es um und stanze noch einmal und dann lege ich das mit den Enden auch einmal oben, einmal unten an, einmal oben, einmal unten und stanze die Seitenteile weg. Mit diesen kleinen Abschnitten, die runde ich an der einen Seite ab. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man es dann am Ende tatsächlich sieht, dass es abgerundet ist. Ich finde es aber einfach schöner. Und das andere Ende, das schiebe ich jetzt einmal mit der kurzen Seite unter die Stanze. Und stanze dann da diesen Schnibbel raus.
damit das so einen schleifenähnlichen Abschluss hat. So, dann muss ich mich jetzt mal mit dem Falzbein aus dem Pannensport behelfen. Das andere habe ich mir jetzt nicht zurechtgelegt. Ziehe ich das Papier der Schleife schon mal über das Falzbein. So. Und dann mache ich hier in die Mitte wieder ein Stück doppelseitiges Klebeband. Daran werden dann nämlich die beiden Schleifenbögen befestigt. Das ist ganz praktisch bei diesem Maß von 2,5 cm. Da hat man in der Mitte genauso viel Platz, dass da noch das Klebeband reinpasst. So. Dann klebe ich hier wieder die beiden Seitenteile fest. Und jetzt siehst du auch, dass das unerheblich ist, dass das hier am Rand nicht mitgestempelt wurde, denn das hier ist meine Oberseite. Man sieht es also gar nicht. Das sind dann die beiden Abschnitte, die gleich unten drunter kommen. Und jetzt kommt in diesem Projekt auch der Farbkarton nochmal hier einmal in die Mitte. Das habe ich ja im letzten Projekt schon gesagt, dass ich das jetzt zeige. Und dafür habe ich mir einen Rest von dem espressofarbenen Karton genommen. Da habe ich auch hier dieses Grüße schon embossed. Und bevor ich das jetzt zurechtschneide, nehme ich mir hier vom Rand so ungefähr einen halben Zentimeter. Schneide ich mir mit der Schere ab. Und dann nehme ich den ersten Glue-Dot mit dem Rand des Farbkartons, klebe das von hinten einmal mittig auf die Schleife, wickel das einfach einmal drumherum um die Schleife, nehme dann einen zweiten Glue-Dot, und klebe das hinten mit dem zweiten Glue-Dot wieder fest. So, so habe ich also einen kleinen Farbkartonstreifen, so einen Mittelbogen über die Schleife geklebt. Das sieht natürlich total schick aus, finde ich. Und dann kommen da aber auch noch zwei Glitzersteinchen drauf. Das kann ich sofort machen. Natürlich. Kann ich auch später machen, ist natürlich total egal. So, aber jetzt sind sie dann drauf. So. Und dann kann ich die Schleife schon anbringen. Und zwar mache ich das auch wieder so, dass ich in die Mitte der Schleife ein Dimensional gebe. Oder ich schneide mir hier vom Rand sowas ab. Ich glaube, der ist jetzt so groß wie einer. Da kann man dann so ein bisschen gucken, halt, wie groß die Schleife ist, dass der Dimensional da so mittig gut drauf passt, dass der da nicht unbedingt dann drüber guckt. Und dann nehme ich auf die Schleifenbögen noch jeweils einen Glue Dot. Dann hat das Ganze ein kleines bisschen mehr Halt. Wird nochmal fixiert und der Dimensional, der gleicht eben den Höhenunterschied aus. So, bevor ich das aber drauf klebe, wäre es ganz günstig, die Schnibbel drauf zu kleben, denn sonst kriege ich die ja nicht mehr drunter. Die mache ich jetzt auch einfach mit Glue Dots fest. Ich kann das mit Flüssigkleber machen oder mit Glue Dots. Dann kommt die vorbereitete Schleife drauf. Die kommt da so ein bisschen schräg. Und als allerletztes kommt dann noch der Gruß. Der Stempel ist aus dem Set Glasklare Grüße. Das ist dieses Set. Das finde ich ganz toll, weil neben diesen Gläsern, die natürlich für sich einfach schon super sind, sind hier noch einige ganz schöne Sprüche drin, die vor allen Dingen auch mal ein bisschen kleiner sind, sodass man die gut in auch kleinere Kreise oder Ovale reinbekommt. Und das habe ich in Kupfer embossed. Da habe ich einfach so ein Reststück genommen, was ich da noch hatte. Das schneide ich mir jetzt ein bisschen zurecht. Das kann ich natürlich mit dem Schneidebrett machen oder eben mit der Schere. Ich lasse das zum Embossen gerne so ein bisschen größer.
dann kann ich es eben besser festhalten. Und das stanze ich dann auch nochmal von den beiden kurzen Seiten aus mit dem Envelope Punchboard, sodass das eben auch so diesen schleifenartigen Abschluss hat. Dann klebe ich das mit einem Dimensional mit dazu. Da kommt dann auch noch ein Glitzersteinchen drauf. Das bekommt sogar einen großen, so, große Grüße sozusagen. Und dann ist die Verpackung für ein Hanuta fertig. Und diesmal mit einer Schleife, die so, anders verlaufende Abschlüsse hat sozusagen. Nicht aus einem Stück, sondern eben aus drei Stücken. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Und benutzt vielleicht das Designerpapier Marokko auch mal oder eben auch anderes Designerpapier. Auf jeden Fall hoffe ich, hast du Spaß beim Nachbasteln. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.